Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Exakt gleiche Stelle wie am Ende des letzten Videos, da sind die Leute dahinter. Beziehungsweise jetzt nicht mehr, die haben jetzt wahrscheinlich aufgegeben. Und ja, jetzt sind wir hier in der Höhle mit Roderick. Roderick, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Ich kann es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Ja, und ich sie dafür töten werde. Lass mich kurz. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Das können wir die Hälfte wieder nicht nehmen. Moment, kann ich mir irgendwas basteln? Ja, das werde ich mal wieder machen. Das ist wichtig. Jetzt kann ich das nämlich auch wieder nehmen. Super. Heieiei. Soweit, so gut. Das war jetzt anstrengend. Also auch das im letzten Video jetzt, diese Geschichte da mit diesem stahlbepackten Typen da. Also wirklich, ein Blick nach oben hätte von vornherein gereicht. Und ich hätte die Lösung gehabt. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen. Ja, ja. Was muss es sein? Ich muss da hoch. Ich komme gleich da hoch. Ich will hier erstmal einsammeln. Blöpp. Das hier schon so versteckt rumliegt. Okay, da ist ein Wägelchen. Ah, und wenn ich den hier... Kann ich den hier wegziehen? Dann kommt das bestimmt runter. Steckt fest, ne? Ja, ist klar. Habe ich mir gedacht. Also jetzt erstmal hier ein bisschen kleiner Rundgang. Zwecks... Zeugs hier zum Einsammeln. Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Teriyak? Und dann. Mehr erfahren. Teriyak. Was? Die Fermentation dieses Suds aus mehr als 50 pflanzlichen, mineralischen und tierischen Zutaten dauert länger als ein Jahr, damit sich die Wirkung vollständig entfalten kann. Wird er gegen das große Böse angewendet, scheint er die Entwicklung der Pestbeulen zu beschleunigen, sodass die Infektion nach einem Einschnitt beseitigt werden kann. Aha. Das ist interessant. Gut, dass ich das jetzt gelesen habe. Also ich hätte ja generell alles gern gelesen, aber wenn man da so ein Video aufnimmt, dann möchte man da nicht gern 10 Minuten lesen, wenn es nicht unbedingt der Story förderlich ist. Zu hoch. Ich brauche etwas zum Hochklettern. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wir müssen hier Regale bewegen und im Idealfall bewegen wir dann das Regal, das gerade auf dem Wägelchen steht. Dann können wir den da wegziehen und dann geht das hier munter weiter. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir da irgendwie hin müssen. Aber das ist nur ein Gefühl. So, können wir alles auch wieder fleißig herstellen. Das sollten wir ein paar haben wieder. So. Steine finden wir so immer. Irgendwie, das reicht noch. So, alles klar. Ne, ich glaube nicht, dass das mit dem Regalfeuer was Besonderes ist. Das war ein zweites, das so aussieht. Nun gut, Bub. Let's do something. Gut. Irgendwas tun, was uns hier weiterbringt. Also, ich schätze mal, vielleicht, wenn das so wäre, wie ich das denke, dann ist das auf die Regale ausgerichtet, die wir dann immer gegenüber sehen. Vielleicht. Das heißt... Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Probieren hier jetzt mal. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Okay. Da oben ist auch wieder so ein Deckendingensbummens. Wie heißt denn das? Kronleuchter. Vielleicht kann ich den auch wieder runterholen. Aber was bringt das? Ist noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Okay. Wenn ich jetzt loslasse. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Hast du auch? Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Was?
Nochmal. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Schon gut, schon gut. So? Ja, genau. So wollen wir es doch. So habe ich mir das vorgestellt. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hast du auch gemacht? Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Jetzt müssen wir auschecken, wo es hier weitergeht, oder? Nehme ich mal an. Das heißt, ich lasse hier erstmal wieder los. Jetzt mal gucken, was da passiert. Kannst du mir helfen? Mach ich. Ah. Ah. Also jetzt müsste ich theoretisch nachschauen, ob da das Buch drin ist, oder? Komm ich nicht durch. Was? Leuchtet mir jetzt momentan noch nicht ganz ein. Aber okay. Es wird sicherlich einen Weg geben. Probieren wir mal das hier. Kannst du aufhören, bitte? Halt! Recht. Probieren wir es hier. Gut, du kannst kommen. Komm schon. Kannst du mir zur Hand gehen? Wie du willst. So. Das sieht doch gut aus da oben, oder? Ist das eine Tür? Egal. Schauen wir erstmal hier. Ne, hier können wir auch nichts machen. Also du bist ja ein starker Bub, du kannst eine Weile da stehen bleiben. Ich muss mich hier jetzt mal kurz orientieren. Ich bilde mir ein, dass die Kiste da oben runter muss. Ich bilde mir ein, dass ich da mit dem Wagen hochkomme. Das ist mal die Frage, ob das alles hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Perfekt. Also wir können ja jederzeit wieder runter, so wie es aussieht. Also, übrigens, jederzeit. Ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Keine Zeit zum Turteln hier. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Was macht sie denn? Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. So, also dich, Kamerad, muss ich hier runterstoßen. Ja. Ich kann leider nicht mehr davon machen, das ist schade. So. Okay. Also soweit, so gut. Noch ein Wagen. Okay, 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 okay. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Das ist... Ich dachte, das wäre nur ein riesiger Holzwürfel. Aber es ist... Ah ja, natürlich, dieser Rollwagen stand ja vorher schon hier. Jetzt wird mir einiges klar. Ich komme da jetzt aber auch so einfach nicht mehr hoch, ne? Das möchte ich mal gecheckt haben. Nee? Also überhaupt nicht mehr. Das heißt, den muss ich mir irgendwo anders hin platzieren. Jetzt mal gucken, wo es hier noch möglich wäre. Denk mal, also ich würde es jetzt einfach mal da drüben probieren. Einfach so. Komm schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig.
Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Mit einem gebrochenen Arm schon? So. Also ich bin aber auch der Meinung, ich muss hier wahrscheinlich nochmal den Raum etwas genauer analysieren, um herauszukriegen, welche Regale da jetzt... Wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. In welcher Konstellation... Also gut, bringen wir es hinter uns. ...stehen sollen. Also. Da komme ich hoch. Das da muss runter. Ja. Yep. Ich bin der Meinung, das ist schon gut, so wie es ist. Ich schaffe das nicht allein. Könntest du mir helfen? Ja. Moment. Ja. Ist schon, passt schon. Kannst du mir helfen? Schon gut. Bleib hier. So. Ich glaube zumindest mal, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin einigermaßen. So, dann bis hier. Hier geht es jetzt natürlich... Obwohl, kann ich da hochspringen? Nee. Dann muss er das jetzt fallen lassen. Nein, hört sich gut an. Nein, halt, hört sich gut an. Ah, wer hat denn das geschrieben, ey? Ja, ich glaube, es ist gut so, ne? Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Wo müssen hin? Ist es jenes Buch? Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Und jeder Augenblick ist jeder Augenblick tatsächlich. Hallo, Opi. Ich kenne dich, Amicia de Rune. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Mein Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen. Könnt fliehen. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Haben wir eigentlich Zeit, ein bisschen hier suchen, oder muss ich... Ach, scheiß drauf. Ich suche ja gerne, aber ich fühle mich gerade nicht so, als hätte ich die Zeit dazu. Bereit? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe, ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. So. Wie konnten wir nur so sehr die Kontrolle... Schwere Rüstung, wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Okay, auf dein Zeichen. Drücke Steuerkreuz oben, wenn das Symbol angezeigt wird, um Roderick zu bitten, einen Gegner leise auszuschalten. Okay, mach. Roderick, du bist dran. Das ist für meinen Vater. Wow. Ah ja, lass mir doch den Spaß. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen.
Ich könnte ihn ablenken. Ablenken? Da drüben, ja, genau. Lalalala. Was soll der Lärm? Los, viel Spaß haben. Du bist erledigt. Schon ein starker Junge, ne? Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Ja, das soll er auch nicht. Oh, Kistchen. Lukas. Ein Geschenk. Er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Mal ich da noch mehr rum. Gut, gut. So, sieht eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Das kann ich nicht nehmen, beziehungsweise ich könnte natürlich ein bisschen Odoros bauen. Und schon habe ich wieder Platz. So. Da lang. Nicht wahr? Dann nehme ich ihm hier noch das Watt ab, was er dabei hat. Auch Odoros, klasse. Ich hasse es, hier rumzustehen und zwei zu tun. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Eine Frage des richtigen Moments, ja. Du hast ja leicht reden, Junge. Du nimmst den mit dem Helm, hast du gesagt. Die Wache. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Gut. Schön. Seine Haut möchte ich nicht stecken. Okay. Machen wir weiter. Kann ich es wieder nicht nehmen? Kann ich irgendwas basteln, dass ich Platz für das habe? Da fehlt mir noch. Mir fehlen ja auch noch zwei Sachen, ne? Zwei Sachen, die ich irgendwann mal basteln kann, fehlen mir ja auch noch. Das heißt, so ein Stückchen haben wir noch zu spielen, ne? 6 Kapitel noch. Beziehungsweise im 10. sind wir, also wahrscheinlich dann 7. Hier geht's hoch. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt ja nach draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Ja, aber langsam, oh, Junge, ne? Scheiße. Was meine denn? Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großentgesichter noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte, bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Extinguis. Versuch, was es wert. Oh, oh, du kannst jetzt Extinguis herstellen. Halte R1, bla 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 bla, ne? So, Extinguis. Löscht Flammen. Löscht Feuer, ne? Auf das Feuer zielen. Kann man das doch so werfen? Ja. Feuer. Das hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. So. Und kommen wir da jetzt dran vorbei? Oder ist das doof? Deswegen, jetzt könnte ich es halt wieder entzünden, ne? Jetzt probieren wir uns mal so dran vorbeizukommen. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es sind nicht deine Chance. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube,
Die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Wenn ich die in die Finger kriege. Warte mal. Sein Feuer müssen wir auch löschen da vorne. Können wir seine Fackel löschen, jawohl. Oh, 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 oh. Ja, geil. Ja, hier lang? Warte mal, ist da jemand? Nicht, dass wir uns jetzt gleich wieder in die Scheiße begeben hier. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Sind da noch mehr Leute? Alles in Ordnung? Irgendwer da drin? Ja, ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Der ist ein bisschen fester da gerüstet. Einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Lass mal schauen. Der ist richtig fest, der Kerle hier. Einen können wir aus dem Weg schaffen, den anderen... Weiß nicht. Sollen wir es mal ausprobieren, ihn da hinzuschicken. Sind ja irgendwo Ratten, die wir hinschicken können. Beziehungsweise wir können einen ablenken vielleicht. Was war das für ein Geräusch? Amicia, die Helme. Ja, ja. So, und der da? Ich hab mich wohl etwas gehen lassen. Hm, was machen wir mit dem Kameraden? Können wir vielleicht ja mal wieder mit dem Topf weglocken, hä? Das Geräusch. Das kam von da drüben, oder? Kümmerst du dich um ihn? Verlass dich auf mich. Probier's mal. Okay. Gut gemacht. Hab ich mir schwieriger vorgestellt. Ja, ich auch. Gut, wir hätten jetzt auch wieder Feuerchen ausmachen können hier und so weiter, ne? Das hier, hier müssen wir jetzt quasi wahrscheinlich das hier alles löschen. Wenn wir da reinkommen, oder? Sehe ich das richtig? Nee, das jetzt nicht, okay. Dann müssen wir uns auf jeden Fall mal versuchen. Müssen wir wirklich da rein? Ja, tief Luft holen. Gehen wir. Ach, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir einfach laufen. Und pass auf dein Buch auf. Hier, kümmere dich nicht um sie. Oh Gott. Ihm nach, immer ihm nach. Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Komm schon, komm schon! Hörst du mich? Mach auf! Verschlossen! Dahinter brennt es! Bleib zurück! Was tust du da? Öffne! Ja. Oh, Scheiße! Geht's dir gut? Ja. Lauf! Wir sind fast da! Scheiße! Nach links! Aber wir haben das Buch. Das ist schon mal gut. Die Frage ist, ist der Großinquisitor da jetzt noch drin und verbrennt? Und dann sind wir in Kapitel 11. Am Leben. Das werden wir dann aber im nächsten Video, denke ich, behandeln. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nein, macht halt einen Daumen nach unten, wenn es unbedingt sein muss. Und ein Kommentar wäre auch noch nicht schlecht.
sowohl im positiven als auch im negativen Fall. Und ja, ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Video.